Moin, Freunde. Das ist ein ganz, ganz kleines, aber feines 4000 Abonnenten-Special. Erstmal ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die mich bis jetzt auf dem Weg begleitet haben. Aber Leute, ich sag's, wie es ist. Es ist erst der Anfang von was Geilen, von was hoffentlich extrem Großen. Und ich sage euch, wie es ist. Ich werde lange, 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 lange nicht aufhören. Das ist jetzt wirklich erst der Anfang und wir werden komplett durchziehen. Ich werde alles dafür geben, irgendwann irgendwie dieses Jahr 10.000 Abonnenten zu schaffen, Leute. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich auf der Reise begleitet. Und als kleines 4.000 Abonnenten-Special habe ich jetzt hier mein erstes Rocket League-Gameplay vorbereitet, was es je wahrscheinlich von mir gab und was auch aufgenommen wurde, zum Glück. Damals habe ich noch auf dem schlechtesten Laptop wahrscheinlich gespielt, den man nur haben konnte. Und das Ganze ist mit meinem Bruder zusammen. Das heißt, wir haben ein Rocket League Video auf unserem alten Kanal. Die Crayon-Brüder, die kranken, geisteskranken Legenden, kennen den Kanal vielleicht. Aber das sollten wahrscheinlich nur die wenigsten von euch sein. Deswegen haben wir den damals hochgeladen. Und ich glaube, damals hatten wir da 12 Klicks oder so drauf. Und das Video ist nicht gut geschnitten. Das Video ist kompletter Müll. Aber ich glaube, darum geht es auch nicht. Und zwar geht es wahrscheinlich eher darum, um zu sehen, wie geil, also das Video ist von 2016 übrigens, das heißt, man sieht noch wie Rocket League in 2016, ich glaube, es war März 2016 oder so, als wir das aufgenommen haben. Und da seht ihr, wie ich mich angehört habe, ihr werdet mich nicht wiedererkennen, und wie Rocket League allgemein aussah und wie wir gespielt haben. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der schlechter gespielt hat als ich und mein Bruder zu dem Zeitpunkt. Nicht wundern, das Ganze ist aus der Sicht von meinem Bruder aufgenommen, weil sein Laptop früher war ein bisschen besser als meiner jetzt. Das heißt, aus der Sicht von meinem Bruder. Und ja, Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Nochmal ganz, 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 ganz lieben Dank für 4000 Abonnenten, Leute. Ich hoffe, ihr bleibt so aktiv. Leute, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Let's go! Meine Crayon-Freunde zu meiner etwas anderen Folge. Heute nämlich gibt es zwei Änderungen. Einmal spielen wir mal nicht Minecraft, sondern Rocket League. Und heute mal, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, mit Stimme. Und mit dabei ist wie immer der MCMLG Pro HD aka Rocket Razor. Hi! Das war natürlich... Wir haben uns mal gesagt, wir können ja auch mal was anderes aufnehmen. Wir sind zwar jetzt noch nicht die Besten im Rocket League, aber es geht. Ja, wir werden uns jetzt hier erstmal Mühe geben, ein bisschen dieses Spiel hier zu gewinnen. So. Und hat er mich richtig weg? Nein! Egal. Schön, schön, schön. Oh, ich habe dafür einen Mittelfeldpass bekommen. Nein, den hätte ich besser bekommen. Aber gut. Kannst du den probieren, den... Lol, du hast ihn wirklich in die Mitte bekommen. Ja. Oh, lass ihn! Ja, der war jetzt nicht so stark. Da kam ich jetzt nicht ran. Ah, ich habe ihn nochmal in Mitte gebracht. Was? Hast du das gerade gesehen? Ich wurde einfach nur richtig weggebackt. Aber egal. Ah, shit. Los! Noch eine? Nein. Ja, gut. Nein! Mach ihn! Ah, der war gerade bei dir, aber alles gut. Nein! Zurück. Oh, der trifft einfach jeden Ball, der Typ. Oh. Ja, weil du ihn noch so leicht angedockt hast. Ja, der geht auch nicht. Hey, wo ist denn der? Ist der Ball so schon weg? Ich bin wieder zurückgeholt. Nein, ah, der war nicht so gut. Shit, ich muss zurück. Ja, ruf noch mal den Eigentor. Nein! Die
Lol. Wer denn geflogen? Junge, warum nimmst du den? Das war richtig dumm. Ja, auf unserem Kanal wird trotzdem hauptsächlich immer noch Minecraft gezockt werden, aber auch ab und zu mal Rocket League. Tja. Bitte? Mach ihn. GG, Alter. So, da finden wir auch schon 1-0. Ich glaube auch, wir werden in 1 Minute 15 auch nicht wirklich noch verlieren, aber... Ich bleib hinten, ne? Ja, da fliege ich. Weißt du? Ja. Ihr wahrscheinlich hört... Unsere Stimmen sind noch ein bisschen kindisch, würde ich jetzt mal sagen. Aber mal sehen, wie es bei euch ankommt. Bis jetzt haben wir auch, ist ja auch unsere erste Folge jetzt mit Stimme. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht so viel sagen. Aber es liegt auch daran, dass wir uns gerade ein bisschen konzentrieren müssen. Ja, so, da steht ja auch schon 2-0. Ich glaube, diesen Sieg haben wir schon sicher. Shit, du. Ja, der geht. Wo bist du denn? Ich gehe in die Mitte. Kannst du den probieren, Mitte zu bringen, irgendwie? Noch mal ein bisschen. Boah, war der gut genommen. So easy, da bin ich auch schon 3-1. Ich glaube, sie sind oh, viel. Ich habe alles gemacht. Weil Endes. Man sieht. Oh, ich hab kein... Ich hab verlassen. Ist doch ein Junge, ich dachte schon. Ich bin sogar noch 4-1. Ich habe auch noch eine Vorlage bekommen. Also 3 Tore und eine Vorlage. Kann man machen. So, ziemlich knapp, ne? Hast du nicht gemacht. Bleib hinten. Du bleibst hinten. Ich. Nochmal die Mitspielen, aber auch nicht. Mann. Okay. Ich würde sagen, das war die erste Runde. Sehen wir uns gleich in der zweiten Runde wieder. Bis gleich. So Leute, sind wir jetzt auch schon in der zweiten Runde. Und ja, gerade ist hat ja ziemlich gut gelaufen oder ist es ziemlich gut gelaufen? Ja, wow. Lol, Latte. Ja. Die Gegner sind jetzt auch nicht gerade die größten Profis. Aber wenn wir gerade so von Profis reden, dann grüße ich auch mal meinen guten Freund Le Creon. Guck gerne auch mal bei ihm vorbei. Er spielt Rocket League nämlich ziemlich gut und ist auch ziemlich gut. Und ja, ich war auch einmal in seiner Runde. Ist dein Ernst? Ja, sorry, ich wurde weggecrashed. Ja, du hast mich weggecrashed. Warum hast du den jetzt genommen schon wieder? Du haust die Bälle eher zu uns irgendwie. Das war die Rache. Genau. No, er hat mich ins Tor gecrashed. Warte! Du kriegst einen Freundenschlag. So, das war.
Lol, er macht den nicht. Passt. Nee, ich hab nicht viel Nitro. Ja, mach ich noch selber. So, das spielen wir auch schon 1-0. Ja, das Spiel sollten wir eigentlich auch gewinnen. Lol, wir spielen gegen Mädchen. Ist ja kein Wunder, dass wir dann. Ja, erster Ballkontakt. Hat ihn direkt nach vorne gehauen. Hast du den? Nein! Oder auch nicht. Gut. Das gibt's nicht. Als ob! Den hätte ich bekommen noch. Oh, du crasht mich einfach mal wieder weg. Juckt dich überhaupt den nicht. Einfach? Nein, das ist unser Tor. Lol. Als ob! Nein, stopp! Wow, Radi, Alter. So. Das ist schon wieder an unser eigenes Tor gebasht. Ich bin viel zu früh. Ich habe die Kurve nicht so gut bekommen, weil hätte sie weiternehmen müssen. Junge! Richtig rumgereicht. Ich geb mein! Lass ihn. Du hast ihn sogar wirklich gelassen. Hä? Vorsicht, du musst hinterher, Alter! Was machst du denn? Ich konnte, ich habe kein Nitro. Ja und? Danke. Ist nicht. Schnell bin ich auch nicht. Ich hab kein Nitro. Ja, das war genauso geplant, aber ich habe schon mit dem Nutzen. Oh mein Gott! GG! Oh mein Gott! Da steht auch schon 2-0! Guck sie an. Das sind jetzt noch nicht so die Profis, also noch nicht so mit über die ganze Map fliegen und so. Aber es reicht, wie es aussieht. Lol, nein. Was? Nein, 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 den musst du bekommen. Ja. Spielt bei uns. Oder sie. Nein. Komm ihn raus. Halt auf! So, das sollten wir eigentlich auch gewinnen. Gibt's ja gleich. Ja gut. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, dann wahrscheinlich mit einer Minecraft-Runde. Ciao!